Burgi, dein erstes Pflichtspiel für Rapid, ein ganz wichtiges Tor, du schießt uns in die zweite Cup-Runde. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ich glaube, dass wir uns das Leben selber ein bisschen schwer gemacht haben. Ich glaube, wir haben es unter Kontrolle gehabt, das Spiel. Ich glaube, einen Konter gezählt, was ein bisschen gefährlich geworden ist. Trotzdem haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt. Nach vorne hat es ein bisschen kapert, da hat ein bisschen Abstimmung nicht gestimmt. Wir haben trotzdem aber Chancen gehabt, wo wir Tore hätten machen müssen früher. Dann hätten wir uns sicher ein bisschen leichter getan. Von dem her ja, war es ein Cup, wo wir uns selber das Leben schwer gemacht haben. War das halt so eine klassische Cup-Partie, wo man als Favorit gegen einen Underdog spielt und wirklich auch lang zittern muss, bis die Entscheidung fällt? Ja, genau so war es. Ich glaube, für die Zuschauer war es interessant, für uns war es nicht so cool, aber das macht den Cup aus. Das habe ich jetzt mittlerweile in meinen Jahren schon ab und zu mal erlebt, das gehört dazu. Aber von dem her, wir sind ruhig geblieben, haben an uns geglaubt, das hat man auch gesehen. Und Gott sei Dank hat es dann zum Schluss funktioniert. Wie sehr freut es dich, dass du viele Rapid-Fans heute glücklich gemacht hast mit dem entscheidenden 1:0? Ja, freut mich natürlich riesig, ist klar, aber es freut mich einmal für die Mannschaft. Wir haben an uns geglaubt, wir haben nie den Kopf in den Sand gesteckt, wir haben immer weiter Gas gegeben und das war das Entscheidende und das stimmt auch positiv für die nächsten Wochen. Grüli, die erste Runde im Cup ist überstanden, dennoch, wie schwierig war es heute? Ja, also ich glaube, es war eine klassische Cup-Partie. Wir haben am Anfang die Chancen nicht genutzt, dann kriegt natürlich der Gegner auch das Selbstvertrauen, dass er halt da auch was holen kann und ja, im Endeffekt haben wir es halt dann doch mit ein bisschen am Glück auch das verdient, das 1:0 geschossen. Warum hat man sich halt so schwer getan, beziehungsweise was hat der Gegner jetzt gut gemacht, dass wir erst in der quasi letzten Spielminute den entscheidenden Treffer erzielen konnten? Ja, also sind hinten sehr, sehr gut gestanden, aber wie gesagt, wenn wir früher das Tor machen, dann ist es natürlich für uns um einiges leichter und ja, im Endeffekt sollte es weiterkommen und das ist uns gelungen. Trainer, ein Last-Minute-Sieg in der ersten Runde im Unicup-FB-Cup gegen Dreibach. Wie hast du das Spiel von der Seitenlinie gesehen? War wahrscheinlich sehr nervenaufreibend, oder? Ja, wenn man es im Nachhinein sieht, ein typisches Cup-Spiel, ein Fight. Wenn man nicht gleich ein Tor erzielt in der Anfangsphase. Und das ist uns nicht geglückt. Wir haben dominant gespielt. Der Gegner hat uns ganz wenig Räume gegeben und die Chancen und die gefühlt 50 offensiven Standards haben wir nicht gut genug ausgespielt bzw. fertig gespielt. Und somit haben wir bis zum Schluss ein bisschen zittern müssen. Was hat der Gegner heute gut gemacht, dass es für uns so schwierig war? Na, er hat das in der Defensive wirklich gut gemacht, hat so teilweise die Vierer zu Sechserketten gemacht. Aber ich denke, da brauchen wir jetzt nicht über den Gegner zu viel reden. Da müssen wir uns schon selber bei der Nase nehmen in der Offensive, dass wir da einfach teilweise zu ungenau im Passspiel war, 1-gegen-1 Qualität offensiv nicht gut genug war über weite Strecken und dann wird es halt eng. Der Cup hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze, dennoch wird so ein Spiel noch im Nachgang stark analysiert oder abhaken, zweite Runde und der Blick richtet sich auf Donnerstag? Natürlich werden wir es analysieren, wie jedes andere Vorbereitungsspiel auch oder Meisterschaftsspiel. Jetzt geht es aber natürlich um zu regenerieren, die Spieler wieder frisch zu bekommen und dann voller Fokus auf den Europacup. Trainer, vielen Dank und gute Heimreise.